Ja, der Betzenberg freut sich auf ein Topspiel. Fortuna Düsseldorf zu Gast in Kaiserslautern. Das Fritz-Walter-Stadion weiß, dass dieses Spiel ein entscheidendes Spiel sein kann. Am 11. Spieltag ist der Tabellenzweite zu Gast beim Tabellendritten. Mit einem Sieg würde Kaiserslautern vorbeiziehen an der Fortuna. Mit einer Niederlage würde Düsseldorf 4 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Es kann bereits das entscheidende Duell sein Richtung Bundesliga-Aufstieg. Und da will sowohl die Fortuna nach dem 2013 als auch Kaiserslautern nach dem Abstieg 2012 wieder hin. Das Betzenbergstadion, also in Bundesliga-Atmosphäre, genau das, was die Roten Teufel und was die Fortuna dringend mal wieder brauchen in der zweiten Bundesliga. Jeder weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels. Regen über Betzenberg, das heißt auch Fritz Walter ist anwesend für dieses wichtige Spiel der Lauterer. Kaiserslautern in Rot mit Schulze hinten rechts. Karl Gelb gesperrt, wird vertreten von Jensen auf der Doppelsechs, dafür Gauss links und Younes im rechten Mittelfeld, Larkic und Kevin Stöger gegen Rensing. 5 Minuten gespielt, erster Torabschluss der Lauterer. Die Anfangsphase verhalten Kaiserslautern nach 12 Minuten mit Chris Löwe vorbei an Schauerte. Alexander Ring wartet mit der Flanke, Larkic und wieder Stöger abgefälscht. Von Fortunas Kapitän Bocek der Ball noch leicht mit dem Knie abgefälscht. Deswegen keine Gefahr für das Tor der Fortuna. Auch Avevo zur Stelle. Die Fortuna mit Glück in dieser Situation. Die Anfangsphase ganz im Zeichen der Lauterer mit Larkic, Stöger, Jensen. Schöne Seitenverlagerung. Löwe und Younes 1-0. Armin Younes, letzte Woche erfolgreich in Heidenheim. Jetzt das nächste Tor für Kaiserslautern. Klasse gespielt, direkt gespielt. Über die linke Seite, perfekt gespielt. Der Pass für Younes, Rensing ohne Chance. Und es steht früh 1-0. Das wichtige Tor am Betzenberg für den ersten FC Kaiserslautern. Löwe, der Vorbereiter, über links. Und so lässt es sich doch ertragen, der Regen in Kaiserslautern ununterbrochen an diesem Samstag. Fortuna mit einer Reaktion nach 20 Minuten durch Benchop, Lindel, das ist Pojan Palo, wieder in der Spitze heute, Pinto, Benchop, schöner Doppelpass mit Pojan Palo in letzter Sekunde dazwischen. Charleston Benchop, Mitte der ersten Halbzeit, die Fortuna erhöht den Druck auf das Tor der Lauterer. Bellinghausen mit Platz gegen Schulze, Orban unsicher, Jensen klärt vor Pojan Palo, wichtig nach Orbans unglücklichen Kopfball, der beinahe als Vorlage wird für Fortunas Stürmer. Halbe Stunde gespielt, wieder Benchop, Sergio Pinto, Charleston Benchop abgefälscht, 1-1, die Fortuna kommt wieder über Charleston Benchop. Und es ist unglücklich für Kaiserslautern, aber ein glückliches 1-1 durch Charleston Benchop. Mit der ersten wirklichen gefährlichen Möglichkeit kommt die Fortuna gleich zum Tor. Die mitgereisten Fans aus Düsseldorf feiern auf dem Betzenberg, während in Kaiserslautern der Frust überwiegt. Benchop. Und dann leicht in dieser Einstellung zu erkennen, aber die nächste Wiederholung zeigt, wie Heinz diesen Ball unhaltbar abwälscht für Tobias Sippel. Ganz unglücklich, ärgerlich, will alles richtig machen und fälscht letztlich den Ball so ab, dass Sippel nichts machen kann. Kaiserslauterns Torwart bedient, verärgert, aber das lief einfach unglücklich. Ende der ersten Halbzeit. Kaiserslautern braucht lange, um sich von diesem Ausgleich zu erholen. Düsseldorf mit Benchop für Pojan Palo alleine vorm Tor von Sippel, aber zurückgepfiffen, weil er im Abseits stand. Die Entscheidung gegen die Fortuna richtig, gegen Pojan Palo, weil dieser beim Zuspiel von Benchop eindeutig zu weit vorne steht. Hart, aber natürlich die gerechte Entscheidung gegen die Fortuna. 1-1, Kaiserslautern zwar mit einem guten Spiel, aber es wäre eben nicht der Sieg, es wäre nicht der zweite Platz. Man würde nicht vorbeikommen an der Fortuna. Zweiter Durchgang. Düsseldorf mit einem besseren Start als im ersten Durchgang. Mit Sergio Pinto, Lindl am Montag noch Siegtorschütze gegen St. Pauli und Bellinghausen. Jensen entschärft die Situation. Danach wechselt die Fortuna, bringt Gartner in die Partie. Sie wollen den Sieg trotz
des sicheren zweiten Platzes mit diesem Unentschieden. Aber Kaiserslautern wird aktiver, Stunde gespielt. Younes direkt gespielt für Sirdar Larkic. Rensing zur Stelle. Larkic mit einer riesigen Möglichkeit profitiert einmal mehr von dem großen Spiel seines Mannschaftskollegen Younes, der ein starkes Spiel macht, wieder für den ersten FC Kaiserslautern und hier perfekt auflegt für Larkic. Riesige Möglichkeit, toll gehalten von Rensing. Aber der Druck der Lauterer wird immer größer. Matmo danach eingewechselt für Younes. Ein starker Einsatz von Younes in der Startelf. Jetzt Matmo auf der rechten Seite. Eckball Chris Löwe. Larkic gesucht, rausgeköpft. Matmo und Ruben Jensen. 2-1. Das wäre der zweite Tabellenplatz. Und es ist die Führung gegen Fortuna Düsseldorf. Ruben Jensen erlöst das Fritz-Walter-Stadion, erlöst den Betzenberg im Regen, das 2-1. Und der Führungstreffer, Matmo mit dem ersten Ballkontakt, Vorbereiter für Jensen. Rensing mit erschwerter Sicht durch seine Vordermänner kann diesen Ball zu spät sehen. Aber auch so klasse gespielt von Matmo Jensen nach dem Standard, der ohne Folge blieb, aber dann der zweite Angriff umso schöner. Jensen lässt sich feiern im Betzenbergstadion. Kaiserslautern euphorisiert im Ring. 20 Minuten noch. Düsseldorf mit der Reaktion über Sergio Pinto vorbei an Ring. Das ist Julian Schauerte vorbei an Magmur Sippel. Heinz danach mit dem Befreiungsschlag. Dominik Heinz macht damit auch seine Unsicherheit beim abgefälschten Ball wieder gut. Kaiserslautern mit wenig Vorwärtsbewegung nach dem 2-1 mit Larkic und Jensen vorbei an Botzek. Jensen Rensing! Eine der wenigen Chancen nach dem Führungstreffer. Ruben Jensen gut platziert, aber Rensing mit starker Parade gegen den Torschützen. Diesmal gewinnt Rensing das Duell und bewahrt Fortuna vor dem sicheren 1-3. Das wäre der sichere Sieg für Kaiserslautern. Und somit auch die Niederlage für Düsseldorf. Sofort das Dankeschön. Der Beifall von Larkic gilt seinem Mannschaftskollegen, der die nächste große Chance auf dem Fuß hat. Nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite. Chris Löwe für Jensen, rausgeköpft. Wichtig von Lukas Schmitz, verhindert weitere Gefahr. 10 Minuten noch. Düsseldorf mit Sergio Pinto, der alle Angriffe einleitet im Doppelpass mit Gartner. Sergio Pinto, Sippel, weiß ganz genau, dass jeder Fehler hier entscheidend sein kann. Es könnte jede Unachtsamkeit zum Ausgleich führen. Hier Sieger gegen Sergio Pinto, der seinen Abschluss selber vollendet nach dem Angriff und dem Doppelpass mit Gartner. Eckball für die Fortuna. Lindel sucht Benjob. Tah setzt nach. Julian Schauerte, Bellinghausen gegen Löwe. Kurz gespielt mit Schauerte, Flanke für Hoffer. Ring ist das, kleine Unachtsamkeit, Orban mit dem langen Befreiungsschlag danach von Willi Orban. Düsseldorf mit Botzek, dankbar für Tobias Sippel. Sie haben Chancen, aber sie nutzen sie nicht. Die letzten Sekunden auf dem Betzenberg. Kaiserslautern mit Marcel Gauss. Wobei Jan Schauerte, Flanke für Magmur, Larkic gegen Gartner und Tah. Jonathan Tah wartet, sucht die Angriffsmöglichkeit für Lukas Schmitz. Lindel nicht mit größter Schnelligkeit nach vorne gespielt, aber zielstrebig. Botzek weiter für Benchop. Die Nachspielzeit läuft. Julian Schauerte sieht Sergio Pinto mit dem langen Ball. Bellinghausen, Benchop völlig frei. Das 2-2 für Düsseldorf, aber es zählt nicht, weil Bellinghausen im Abseits stand beim Zuspiel von Pinto. Danach die Verlängerung für Charleston Benchop. Aber es ist natürlich richtig knapp, bitter für Düsseldorf. Aber die Regeln erfordern ein Abpfeifen. Gut gesehen vom Mann an der Seite. Die Abseitsstellung für Düsseldorf. Ärgerlich für Bellinghausen. Kaiserslautern sucht nach Befreiung mit Sirdar Larkic. Vorbei an Jonathan Tah. Das Missverständnis der Düsseldorfer Abwehr im letzten Moment ausgebügelt. Gegen Sirdar Larkic verhindern sie den Lauf des Lauterer Stürmers. Einwurf für den FCK. Karim Magmur, Jensen, völlig frei im Strafraum.
Larkic aus der Drehung. Fontan noch leicht abgefälscht. Rensing kann den Eckball nicht verhindern. Pfiffe auf dem Betzenberg. Sie wollen den Schlusspfiff, aber sie wissen ganz genau, solange ihre Lauterer den Ball haben, kann wenig passieren. Eckball, Chris Löwe. Für Orban, Rensing sicher zur Stelle. Der Abpfiff weiter nicht ertönt. Düsseldorf mit Rensing. Und Erwin Hoffer inzwischen auch eingewechselt. Halloran wartet, sucht. Und dann kommt der Schlusspfiff in Kaiserslautern. 2:1 gewinnt der FCK das Verfolgerduell mit Fortuna Düsseldorf und ist damit erster Verfolger des FC Ingolstadt. Der zweite Platz, das Ziel der Lauterer, mit dem Sieg erreicht. Und im Regen von Kaiserslautern, nach einer spannenden, kampfbetonten, intensiven Partie, gewinnt der FCK nicht ganz unverdient gegen Düsseldorf.